Moin Leute, Software.zone, heute mal mit einem allgemeinen Thema. Wir führen ja diverse Tracer, das heißt, es gibt ja die Platzhirsche, ich sag mal, Xcode-Tech und Acetech, wobei Acetech tatsächlich Xcode-Tech so langsam den Rang abläuft oder deutlich den Rang abläuft. Dann gibt es WoSport, da haben wir ja einige Auto-Tracer und Tracer und Fire-Tracer und von Speckner Arms gibt es sowas, von FMA gibt es ganz günstige Tracer. Und wir haben einfach gedacht, wir zeigen euch das mal generell, mal anhand von einem Beispiel von Acetech, wie denn da so die Entwicklung war. Also als wir mit dem Ganzen hier angefangen haben vor ein paar Jahren, da war zum Beispiel, da gab es hier nochmal ein Xcode-Tech 301 oder die Xcode-Tech 501 und auch dieses berühmte X3300 Tracer Set. Das heißt, man bekam eine Battery Box mit diversen Möglichkeiten, Feuerrad und alles einzustellen. Da war ein MOSFET dabei, wenn man keins hatte. Man konnte das einfach hinten an die Batterie anstecken, ohne es einzubauen. Und da haben wir auf der IBA 2019 schon gesehen, dass Acetech da schon wieder weitergedacht hat. Weil bei Xcode-Tech war das immer so ein hutzliges, kleines Display. Und da waren auch, kann man die Zahlen noch nicht so super lesen, wobei der Tracer auch echt hell ist. So, und da hatte Acetech damals dann die Idee, diesen iTracer zu bringen. Das ist die schöne Box hier. Und das war diese Tracer-Unit. Damit haben die eigentlich damals schon mal so die erste, ich sag mal, High-End-Geschichte eingeläutet. Weil, ich habe jetzt hier keine Batterien drin, aber wir haben hier halt eine Tracer-Unit, die, ich sag jetzt mal, hier ein OLED-Display hat. Also wo man richtig alles super ablesen kann. Man kann alles einstellen. Wir haben auch das MOSFET, was ich einfach zwischen die Batterie hänge. Ich habe eine sehr helle Tracer-Unit. Das ist sowieso eins der Markenzeichen von Acetech. Dass die eben diese hellen Tracer-Units haben. Dann ging es weiter, dann kam von Acetech der Leiter BT. Gibt es auch ein super Video von Bruce drüber, und dem sind hier schon mal einen schönen Gruß. Der hat so ziemlich von jedem hier mal ein Video gemacht, weil der auch totaler Fan inzwischen von den ganzen Tracer-Geschichten ist. Ne? Und wie gesagt, deine Videos finde ich immer super. Guckt da bitte auch mal rein, abonnieren auf jeden Fall. Dann kam, ich sag mal, im Gegenzug zu diesen Xcode-Tech 301 und so weiter, brachte dann irgendwann letztes Jahr Acetech den Brighter C raus. Der ist halt ein ganz kleiner, den man auch auf Pistolen aufschrauben kann. Hier ist nochmal eine zweite Schutzkappe dabei. Also das Ding ist ziemlich cool. Wir haben ein kleines Gewinde. Kabel, alles war immer dabei. Das ist ja sowieso ein Markenzeichen, dass bei denen, dass bei Acetech immer alles soweit dabei ist. So, aber das waren alles Standardgeschichten. So, und dann kam das Jahr 2021. Und da haben wir ja angefangen, im großen Stil, diesen Spitfire Tracer, den ich mal irgendwann im Internet gesehen hatte, zu importieren. Der bei euch ja auch sehr gut angekommen ist. Diesen WoSport Spitfire Tracer Unit mit diesem Muzzle Flash. So, und von da ab war der Siegeszug von diesen Muzzle Flash Tracern gar nicht mehr zu bremsen. Dann gab es in der Größe oder gibt es gab es seit Anfang diesen Jahres gab es den Blaster Tracer. Das ist quasi die Muzzle Flash Einheit von Acetech. So, und Acetech hat jetzt nochmal nachgelegt. So, jetzt gibt es seit diesem Jahr mehrere Tracer, die man gar nicht bekommen kann. Nämlich es gibt einen MP7 speziell für die Umarex MP7 in Tracer. Dann gibt es für die MP9, das ist diese KWA-Geschichte, GBB, gibt es einen Tracer. Und dann gibt es halt den Blaster Tracer. Und der Blaster Tracer hat jetzt einen gleich großen Partner bekommen. Nordische Mythologie, lässt grüßen. Und zwar den Bifrost, wie man sagen will. Und den Thor. Den Thor hätte ich euch gerne gezeigt. Den kann ich im Moment aber noch nicht zeigen, weil wir den noch nicht bekommen. Es gibt keinen Händler, der den hat. So. Auch beim Bifrost habe ich jetzt ein Geschmacksmuster zugeschickt bekommen von Acetech. Auch da war Bruce leider ein bisschen schneller. Könnt das Video auch von dem auch nochmal angucken. Und der Bifrost ist quasi der Blaster Tracer in einer noch besseren Variante. Das ist dieses schnucklige Ding hier. Also auch gar nicht viel größer. Ah doch, schon deutlich größer als der. Aber der Vorteil ist, ich habe hier einen Durchmesser. Der passt in fast, ja, also ich habe es jetzt in mehreren probiert, in die 5, 5, 6. In meine Classic Army M4 SBR, in die Geschichten, in die Ghost-Geschichten von Evolution. Also der passt fast in jeden Handguard vorne rein. Ne? Also selbst wenn das Gewinde etwas tiefer drin sitzt, passt der. Guck mal gerade raus hier. Schacht hat was gelitten. Ich war ein bisschen ungestüm beim Auspacken. Na,
Und da haben wir noch was. So. Und zwar das Pistolengewinde. Wir haben hier nochmal separat ein Gewinde, um das Ganze auf Pistolen aufzuschrauben. Und das kann ich halt dafür benutzen. So. Dann haben wir hier noch den Tracer selber. Der Tracer ist sehr kompakt. Wie gesagt, schön hier, Bifrost, Ace-Tech. Der Tracer ist der gleiche, der jetzt auch in dem neuen Tor drin ist. Der Tor, ich sag mal nett, der sieht aus wie das Ding, was man auf den Staubsauger steckt, um die Ritzen auszusaugen. Weil er ein lustiger, also er hat genau die kantige, gerade Verlängerung der Chris Vector. Der ist auch dafür gedacht. Also der wird quasi als Quick Detach auf die Chris Vector geschoben. Sieht mega aus. Airsoft Mike hat schon ein Video damit in UK. Könnt ihr euch mal angucken. Sieht cool aus. Ist einfach, also das auf der Chris Vector. Und dann gibt es sogar von Ace-Tech jetzt noch einen zusätzlichen Handguard dazu. Also nochmal eine Erweiterung für die Chris Vector als Handguard. Also das in der Kombi mit dem Thor sieht mega aus. Also Thor und Bifrost, ne? Die Mythologie aus Norden lässt grüßen. So. Ihr könnt den hier aufschrauben. Und dann seht ihr hier hinten für das Kabel quasi die Anschlussmöglichkeit. Wir haben hier im Gegensatz zu den normalen, da haben wir einen Knopf, weil ich kann zum Beispiel beim Blaster Tracer kann ich ja über diesen Knopf anmachen. Ich kann auswählen nur Tracer oder Muzzle Flash oder beides. So, das kann der hier auch. Allerdings die Besonderheit ist, dass er verschiedene Farben kann. So, jetzt geht der in die Betriebsbereitschaft. Ihr habt schon gesehen, der hat schon Multicolor geblinkt. So, rot, gelb, grün, blau, rot, purple, ne? Rainbow. Rainbow ist halt ein Kaleidoskop aus verschiedenen Farben. Ich gucke jetzt mal gerade. Ich nehme hier nochmal so eine, ihr habt das schön im Vorspann gesehen. Ich lasse hier einfach mal ein paar, ne? Hier seht ihr schön Rainbow. Na, da kann man das wunderbar sehen. Na, hier haben wir zwar Purple. Rot. Gelb. Ah, meine Frau freut sich. So. Na, und man sieht halt sehr schön, der ist extrem hell. Na, das haben die halt wunderbar gemacht. Ihr seht hier vorne sind halt die LEDs, die im Prinzip das beleuchten. Und man muss halt ein bisschen gucken, wenn ich eine Waffe habe, die einen zu langen Innenlauf hat, also wo der Innenlauf quasi in den Flashhider reingeht, dann kann es schon mal sein, dass im Prinzip diese Lichtschranke nicht ausgelöst wird. Da müsst ihr aber gucken, dann braucht ihr einen kleinen Verlängerungslauf. Das kommt schon mal vor, aber bei den meisten passt das hier. So, ich lasse ihn jetzt mal auf gelb. So, ich hoffe, man sieht das jetzt hier. Ich nehme mir mal meine XFG von ICS. Schraub das Ding mal hier drauf. So, da vorne habe ich so ein Ziel, sage ich jetzt mal, wo ich reinfeuern kann. So, und bevor alle wieder schreien, heute mal hier, Safety First. Einfach mal die Schutzbrille hier drüber gesteckt, damit ich zumindest eine habe. So, und dann hoffe ich jetzt sehr, dass ihr es sehen könnt. So, und daran habt ihr jetzt gesehen, wir haben also einen sehr hellen Muzzle Flash hier drauf. Und das Ganze ist wirklich ziemlich cool gemacht. Mir gefällt der sehr gut.
Und ich muss sagen, zuerst habe ich gedacht, oh ja, wer braucht die Farben? Aber an meine Speed-Freunde da draußen, schönen Gruß an Techo in dem Sinne mal, an die 99ers. Wir haben hier die Möglichkeit, ein Team blau, ein Team rot zu machen zum Beispiel. Hilft nochmal viel besser, auf dem Feld die Leute auseinanderzuhalten. Oder auch generell, ne? Also wenn sich das mal richtig durchsetzt, fände ich das mega, weil man könnte zum Beispiel auch auf dem Spielfeld eher identifizieren, wer es wäre. Was das Teil noch hat, ich kann es jetzt gerade noch die schnell nicht einstellen, ich bin jetzt mal fair, Bruce hat es aber super gezeigt, einen Sniper-Mode. Weil bis jetzt war immer das Problem, jedes Mal haben mir die ganzen Sniper-Typen erzählt, ja, brauche ich ja nicht. Ich will ja nicht erkannt werden. So. Aber realistisch wäre es. Also jeder Sniper hat irgendwo einen leichten Feuerschein, egal wie gut der Flashhider ist. Könnt mich gerne korrigieren, schreibt es in die Kommentare, ich ahne schon wieder Böses. Aber wir haben hier einen Sniper-Mode, das heißt, ich schieße 3 Schuss ohne Blitz und einen mit. Das heißt, jeder vierte Schuss wird nur ein Blitz ausgelöst. Finde ich sehr cool, weil man kann Richtungsschießen machen, ohne sich jetzt zwingend sofort immer komplett zu verraten. Weil mal so ein Schuss, da ist ja immer schwer dann zu sehen, wo kam der jetzt genau her. Aber man kann halt hier zum Beispiel auch auf Tracer-Mode stellen und dann ist nur der vierte Schuss beleuchtet. So, finde ich ziemlich gut. Das ist halt hier der Bifrost brandneu. Ebenso brandneu ist der Raider. Der macht natürlich jetzt hier, also ich weiß nicht, hier waren überall die paar Schachteln. Also plötzlich, der kommt jetzt hier halt in der richtigen Kunststoffbox. Macht schon richtig was her, schön ausgepolstert. Wir haben hier den Raider. Und haben hier drunter das Zubehör. Aber da ich jetzt schon einige habe, lasse ich das immer schön drin, weil das brauche ich nicht. Kann man mal als Reserve behalten. So, also das Ding ist ja schon mal allein schon mega. Wasserdichte Box. So, den brauchen wir gleich nochmal. So, und dann haben wir hier den Raider. So, alles. Bifrost, Raider. Was mir hier besonders gut gefällt, wir haben hier richtig schön eingelasert. Die Markings kann man sagen, ne? Ace-Tech, Raider, On-Kaliber und so weiter. Also made in Taiwan, also das Ding ist richtig cool verarbeitet. Sieht auch auf vielen Kniften richtig fett aus. So, den muss man hier richtig auseinanderdrehen, weil auch der hat eine Dichtung. Das heißt also, auch der ist spritzwassergeschützt hier. Und hier ist halt die Unit drin. Der Unterschied zu den anderen ist, ich muss bei der Unit, muss ich hier hinten extra nochmal abschrauben, um an das Ladekabel zu kommen und an den Knopf zu kommen. Ich hoffe, er ist noch geladen. Ja, er meckert, er ist an. Hier seht ihr schön grün. Wenn ihr den übrigens, wenn der zum Beispiel orange und rot wird, desto, also rot ist leer, dann ist der Akku fast leer. Das heißt, er zeigt euch auch visuell an den Ladezustand. Der Raider ist ein reiner Muzzle Flash. Also ich habe nicht die Bifrost-Geschichte hier drin, sondern hier habe ich tatsächlich den klassischen Muzzle Flash Tracer im Prinzip. Kann ich hier auch nochmal zeigen. Den kann ich halt einstellen. Tracer, Muzzle Flash oder beides. So. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich habe oben Schalldämpfer, so ein Quick-Detach-Schalldämpfer von Big Dragon. Da passt der rein. Also ihr könnt das Ding eventuell dann auch, wenn ihr bestehende Silencer habt, eventuell dann auch trotzdem benutzen. So. Der hat keinen, Entschuldigung, falsch rum. Der hat keinen Pistolenadapter dabei, aber ein 14 Zoll Gewinde. Das heißt, muss man gerade gucken, haben wir hier noch was drin? Ja, 2-3 Schuss haben wir noch. So. Das heißt, der kann hier direkt draufgeschraubt werden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt machen würde. Aber ich habe jetzt gerade mal die hier, weil sie schön handlich ist. Und bei GBB sieht der Effekt halt immer recht gut aus. Bei dem und auch beim Bifrost zum Beispiel hat Ace-Tech endlich diese Sachen behoben mit dem, nicht mit dem Abschalten. Auch die schalten sich ab, um Strom zu sparen, aber wenn ich die bewege, springen die an. Das heißt, der schaltet sich selbstständig durch einen Bewegungs- oder einen Erschütterungssensor wieder ein. So, wollen wir jetzt hier nochmal die Schutzbrille. Ich hoffe, man sieht.
Da hast du schon rausgefallen. Leer geschossen. So, Sicherheit hergestellt. So. Also wie gesagt, A-Stack bewegt sich immer, immer mehr in diese Richtung Muzzle Flash. Und wir sind ja auch nach wie vor jetzt der Meinung, dass das auch das ist, was jetzt kommt. Also es ist ja immer so, dass viele Spieler immer, ja, was brauche ich nicht, brauche ich alles nicht. Und plötzlich brauchen sie es doch. So. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das auf jeden Fall die Zukunft des Tracers ist, weil es erhöht den Realismusgrad. Und ja, als ich den allerersten, ich werde es nicht vergessen, als ich den ersten Spitfire-Tracer vorgestellt habe, hatte ich tatsächlich bestimmt 20 Kommentare. Ja, aber das ist ja ein Flashlight. Nein, ist es nicht. Nach Waffenrecht ist ein Flashlight oder ein Ziellicht oder eine Zielhilfe, Taschenlampe, ähnliches, etwas, das das Ziel markiert, beleuchtet, mir das Zielen erleichtert. Also mir quasi das Ziel zeigt vor dem Schuss, vor dem Auslösen. Hier löst der Flash ja beim Schießen aus. Das heißt, ich beleuchte das Ziel damit ja nicht. Es ist ja im Prinzip nur ein Mündungsfeuer. Also macht euch da keine Sorgen. Also die Dinger könnt ihr ohne Probleme verwenden. Und ihr werdet auch wahrscheinlich schon erlebt haben auf den Spielfeldern, dass es immer mehr haben. Gerade im Indoor-Bereich. Also ich spiele öfter schon mal bei Air Weapon. Schönen Gruß mal nach da draußen. Da macht das ist wunderbar. Ne? Da hat auch jeder einen Tracer sowieso. Im Indoor-Bereich sowieso. Ich kann mich auch noch mal an die schönsten Zeiten auf The Hill, die ja leider vorbei sind, erinnern. Wo wir da im Keller, ich sag mal, mit den Tracern uns Battles geliefert haben, das war einfach super. Ne? Und es macht einfach Laune. Wir legen so viel Wert drauf, dass unsere Kniften alle so realistisch aussehen. Das macht's realistisch. Das ist in meinen Augen was dazugehört. Ich hab's alle. Ich bin auch da ähnlich wie meine YouTube-Kumpels inzwischen gelagert. Das macht einfach Laune. Für mich. Also es ist immer persönlich, es gibt immer noch Leute, die sagen, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, auch Tracer. Auch da gibt es immer noch Leute, die sagen, nee, brauche ich nicht. Aber ich finde, wenn man sich die Spielfelder anguckt, es ist tatsächlich im Kommen. Und die Leute wollen das haben. Und ich kann euch nur raten, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist auf jeden Fall nice to have. Okay, in dem Sinne soll es das mal gewesen sein. Habt ihr mal so einen kleinen Rundumschlag gesehen? Und bleibt uns gewogen und wir sehen uns an dieser Stelle im nächsten Video.